Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man mit Miles Morales. So, wir müssen einmal zum Plaza hin. Da soll irgendwo was los sein. Hat uns unser Buddy erzählt. Das heißt, wir gehen auf direkten Weg dahin und gucken mal, was uns da für geile Action erwartet. Aber vorher... Unschuldige zu verprügeln ist nicht cool. Was ist denn hier los? Ja! Habe ich es noch geschafft, auszuweichen? Ja. Jetzt geh doch mal runter! Das ist dein Ende, Spider-Man! Wie macht er das denn nicht? Ja, endlich! Oh ja! In den Asphalt oder ins Haus da. Ja, er ist runtergefallen! Oh, das muss wehtun. Gib mal her hier deine Puppe. So, kriegen wir dich auch noch runter? Oh, nice. So. Oh, Alter, das sieht sowas von geil aus. Ich liebe es. So. Ja, ohne Pistole bist du nicht mehr so stark, ne? Mann, natürlich fallen mir jetzt erst die guten Sprüche ein. Nächstes Mal. So, alles in Ordnung, Kleiner? Danke, oh. Wärst du nicht gewesen. Ups. Tut mir leid, was Sie da erleben mussten. Es tut mir leid, dass Sie aussehen wie ein Junge mit Käppi. Hoppala. Da haben wir das Geschlecht ein bisschen, verwechselt. Okay. Sie haben es versucht, wollten mich zum Schweigen bringen. Aber das ist ja mich geil, dass du zwischendurch denn hier auch diese Überfälle und sowas mit drin hast. Das finde ich gut. Steckt, dass Rhino ausgebrochen ist und geradewegs durch mein Studio krachte. Genau, als ich mein Charity Weihnachtsspecial aufnahm. Oh, der arme Jonah. Denken Sie an die Kinder! Und denken Sie an mich. Der J. Jonah Jameson lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Der kriegt irgendwann noch ein Herzinfarkt, der Alte. Um Ihnen die Fakten zu präsentieren, halte ich mir die Nase zu und sende aus dem widerlichen Schweinestall, in dem mein Produzent Jared mit wie vielen anderen Haus? Fünf? So, wir schauen mal, was ist denn hier los? Der arme Jonah, also irgendwann, der wird noch einen Herzinfarkt erleiden. Ist doch alles still hier. Hallo, ich bin Simon Krieger. Und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet, angetrieben von Nuform. Roxanne, wir sind für Sie da. Ich weiß nicht, ob ich so einen krassen Reaktor bei mir in der Nachbarschaft haben wollen würde. Was war das? Ich meine, das ist schon... Hier ist einiges. Was ist, wenn so ein Ding mal hochgeht? Vielleicht haben die etwas gesucht. Okay, hier können wir ermitteln, investigieren. Sie haben nach Nuform gesucht. Was hatten Sie nur damit? Oh, wer ist er? Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Was haben die denn für Waffen? Gut, kriegen wir hin. Venom Schlag. Kein Problem. So eine Technologie, aber Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. So. Scheint, als wenn wir ihnen hier nur welche geben können. Was ist das?
Euch kenne ich ja noch gar Granaten? Hübsche Leuchtstäbe. Mensch, ich sehe keinen. Wo sind sie? Meine Wellenkraft zerschlägt ihre Waffen. Zumindest bis sie regenerieren. Du bist tot. Meine Handschuhe sind kaputt. Okay. Oh, wie viel kannst du einstecken? Seine Antwort, ja. Und... Bam! Alter, das ist geil. So. Friendly Fire, mein Freund. Also mit dem will ich ja nicht zusammenarbeiten, ne? Ja. Das macht man aber nicht. Huhu. Ganz schön frech. Oh. Da mussten wir uns einmal zwischenheilen. Wir können aber auch... Doch, die Waffen können wir auch wegnehmen. Geh mal runter hier. Das ist nur was für Große. Wupp. Okay, weiter geht's. Da bin ich wieder. Komm schon, finde den Transportweg. Hey, bei der Plaza? Yep, du hattest recht. Das ist dein Einbruch. Sie sind wohl hinter Nuform her. Wieso haben die eigentlich keine Probleme mit ihren eigenen Granaten? Also, ich frag für einen Freund. Autsch. Ja, ja, warte. Wir müssen einmal weg hier. Wenn du einfach mal machen würdest, was ich dir sage. Ah, jetzt hat er ihn genommen. So. Ach, der ist außer Gefecht, okay. Ah, den haben wir fast übersehen. Friendly Fire. Aber scheinbar machen, können die sich selber keinen Schaden zufügen. Also weder mit ihren Granaten, noch mit ihren Waffen. So. Das will nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Oh, hier Roundhouse Kick. Trainiert bei Chuck Norris. So. Ja. Und ich versuche euren Waffen auszuweichen. Oh. Oh, ich habe ein Mädchen geschlagen. Ah, das wird mir ewig nachhängen. Alter. Ja, ich denke auch. Also, ist nicht ohne hier mit euch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Muss ich den... Ach, der ist noch gar nicht aufgeladen. Ja, lol. Da kann ich auch lange drücken, ne? Okay, machen wir erstmal was anderes. So. Der hat gezwiebelt. Ich kann ihre Waffen zerstören, aber das bringt nichts. Oh, die kommen irgendwie immer wieder nach. Tinkerer?
Ui, der war neu, den kannte ich noch nicht. Ah, sie hat ihre Waffen schon wieder. Oh, weg hier. Nein. Wo ist denn dein Freund hier? Das ist sowas von unfair. So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Sie haben von Nuform-Lieferungen geredet. Wo ist der Doppelhandschuh? Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Raste aus! Oh, das scheint irgend so eine Art Plasmawand zu sein, durch die ich nicht durchkomme. Warte. Hoffentlich sind die gut versichert. Sie verfolgen Nuform-Lieferung. Aber warum? Schätzungsweise, weil die an die Energie wollen. Roxxon Security, die können übernehmen. Ja. Das sehe ich mir später an. Okay, auf die Aufladung, da muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Da kann ich so viel drücken, wie ich will. Wenn die Venom-Kraft nicht voll ist, habe ich es auch nicht. Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade richtig verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe und die Nuform-Sache morgen. Miles, wir waren immer noch nicht einkaufen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mama schimpfen wird. So, wo muss ich denn hin? Da unten. So weit komme ich nicht. So. Ist das zu kalt zum Umziehen? Der trägt einen hauchdünnen Anzug, hauteng im Winter und beschwert sich, draußen ist zu kalt zum Umziehen. Ja, fesch. Sieht gut aus. Okay, also Miles ist sehr zuversichtlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich Ärger kriegen. Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Congrats, Miles und Finn. You're gonna kick high schools, you know what, Rick. Hm. Rick ist unser Onkel, oder? Im Film ist er gestorben, weil er der Crawler war. Ideen für Spider-Anzüge. Sorry, wenn ich jetzt irgendwas gespoilert habe. Weil es irgendwie den ersten Teil Miles Morales nicht geguckt hat. Können wir auch umdrehen. Okay. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Ah, Umzugskartons. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Okay. Da dürfen wir scheinbar nicht beigehen. Was war das? Ist aber schön, ne? Nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Ah, Nadja. Echt jetzt? Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Mijo. Hallo? Hey, Nadja. Haben wir schon die Genehmigung für morgen? Da hat jemand vergessen, dass wir nicht einkaufen waren, wa? Okay, ich darf hier aufräumen. 15 Jahre in Brooklyn ohne einen Fleck. Und dann kommt Harden. Vielleicht ein Zeichen. Okay, dachte, was dürfen wir denn hier machen? Hey, warte auf die Essenszeit, bitte. Ja, Ma'am. Hm. Ja, klar. Wir dürfen zumindest nicht an den Kühlschrank. Weißt du, wie viele Kalorien ich gerade verbrannt habe? Das wäre echt lieb von dir, wenn ich was naschen dürfte. Okay, ich sollte ja Musik anmachen, hat sie gesagt. Ich dachte, wir hätten die Formulare schon. Eine Platten. Hey, Mom, wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke. Sicher, ja. Ich dachte,
Oh, Badezimmer. Zumindest haben wir eine Badewanne. Sehr schön. Will jetzt aber nicht baden gehen. Spiegel. Die Haare sind okay, oder? Ey, Kollege, da... Da kann wirklich, also... Da kann nichts irgendwie schief liegen. Die sind so kurz. Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Oh mein Gott. Diese Tapete ist so typisch Abuela. Oh mein Gott, das sieht ab. Was will die denn mit so viel Zeitung? Ich glaube, sie hat ein kleines Messi-Problem. Was ist das? Muss beim Umzug hier gelandet sein. Eine von Dads alten Fallakten. Prowler. Wer ist der Prowler? Ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Die habe ich seit dem Rathaus nicht angefasst. So, wir müssen das einmal untersuchen. Dads Lieblingsalbum. Es lief jeden Sonntag, wenn er Kaffee gemacht hat. Ja, dann nehmen wir das doch. So, aber jetzt mit der Zeitung? Who is Spider-Man? Mama hat hunderte davon bestellt, weil Dad in einem Artikel erwähnt wurde. Wer ist Spider-Man? Ah. Du wusstest, Mom. Okay. Deswegen hat sie so viel Zeitung. Scheint ihr Mann zu vermissen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir durchforsten können? Bleichborax. Borax mit Bleiche. Wahlplakate. Mams Kandidatur für den Stadtrat ging schnell. Alle Bleichbleiche? Die Leute in Harlem lieben sie. Hältst du Bleiche für eine gute Idee? Ja, na klar. Wieso? Nur so. Wir haben den sichersten Mitbewohner auf jeden Fall. Was gibt's für uns, DJ? Die beste Platte aller Zeiten. Erstmal die Farbe aus dem Teppich saugen. Das ist perfekt. Sanft, stilvoll. Als ich klein war, mochtest du Jazz nicht. Dein Dad änderte meine Meinung. Okay, Weihnachtsbaum, müssen wir den anmachen, oder? Wie viele Leute werden morgen erwartet? Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Absolut. Er hat das Ding geliebt. Nichts ist wie ein echtes Brooklyn-Weihnachten. Ein Plastikbaum, ja? Das hat er immer gesagt. Die Klinge ist schon ewig kaputt. Sieht aber nicht schlecht aus. Miles, machst du das bitte? Natürlich. Wie geht's deinen Eltern, Putz, du Sklave. Hab länger nichts von ihnen gehört. Denen geht's gut. Gestern haben sie eine Das sieht aus, als wäre hier eine Fruchtblase geplatzt, ne? Wow, fantastisch. Ich freue mich. So, wen dürfen wir denn hier reinlassen? Nadja. Finn? Nee, Finn. Hey, die Klingel geht wieder. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung, Miss Morales. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. Hi. Finn, das ist Genki. Mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki, das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nehmen wir. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Synchron. Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Also, Weihnachten bei Kerzen... Hätte sich doch Miles jetzt hier mal um den Strom kümmern können, ne? Als kleiner IQ-Bolzen der Energiewissenschaft. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Oh, oh. Selbst an Heiligabend, ne? Da nimmt kein Krimineller Rücksicht drauf. Okay. Sind
noch andere Gebäude dunkel? Leute auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. Ja, betrifft den ganzen Block. Hoffentlich sieht mich hier oben niemand. Ja, wir sollten vielleicht nicht unbedingt vor den Fenstern lang krabbeln. Nicht aus dem Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Ob Miles draußen was machen kann? Ja, so dezent, also. Bioelektrizität hilft gegen Rhino, aber rettet sie das Weihnachtsessen? So, LB und X. Hat geklappt. Oh Mann, das Licht ist hell. Hab ich nicht gedacht. Ich muss so schnell wie möglich rein. Ja, mega. Nie wieder im Dunkeln sitzen. Ich komme hier nicht rum, weil... Lenk sie weiter ab, Genki. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment! Oh. Wie wär's mit einem Foto? Was jetzt? Ja, naja, schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Miles? Sehr dezent. Er hasst Fotos. Okay, alle nah zusammen. Spaghetti! Hätten wir nicht in unserem Zimmer wieder rauskommen Foto, können? Tolles Foto. Oh, hey, Miles. Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Stell mal vor, irgendwer hätte jetzt das Foto sehen wollen. Und Miles klebt an der Decke. So im Hintergrund. Das erklär mal, ne? Jetzt so einen richtigen Weihnachtsbraten. Da könnte ich auch drauf. Hier ist der Braten. Ah, da, ganz rechts. Oh. Das wäre eine Portion für mich. Erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotikclub? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein... Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Moms Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Ja, mit der sauberen Energie von Roxxon und dem kleinen Reaktor in der Nachbarschaft hätten wir keinen Stromausfall gehabt. Was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Ich bin schwanger. Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hasst es. Nee. Das ist deine Ich hasse es, aber ich sag's nicht Stimme. Nein, ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant und ein Friseur und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Er schwingt durch ganz New York. Kommt beim Umzug nicht zurecht, weil er nach dem Weg fragen muss. Musst du nicht lernen? Okay. Das sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Ja, das war doch entspanntes Weihnachten. Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet.
Der hat ein total irres OS, sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plugin-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Was können wir Neues machen? Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommt's, dass du nicht dauernd kotzen musst? Ganz viel Übung. So, halte gedrückt, um auf die... Es geht nicht. Die Taste geht bei mir nicht. Willkommen bei Freundliche Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da, jemand bittet um Hilfe. Die U-Bahn fahren nicht. Komm zur U-Bahn-Station East Harlem. Aaron. Alles klar. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Gehen. Ja gut, gehen ist relativ, ne? Wir bewegen uns dorthin. So. Jetzt haben wir sehr viel Zeit mit dem Weihnachtsessen verbracht. Oh, wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Ja, auch Spider-Man braucht Urlaub. Ich bin definitiv nicht der Kampf. Oh, er meldet sich über die App? Hier ist Spider-Man. Hey, ganz vergessen. Gestern gab's einen Einbruch. Direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Danke für den Tipp. Das ist mega geil, wenn man so kurz über der Straße lang schwingt. Wüsste diesem App-Ding, wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der Uber? Nee. Erst seit letztem Jahr, als mein Bruder... Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Und die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN abgenutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Wenn man überlegt, wie schnell sich die App jetzt rumgesprochen hat... Okay, wir sehen noch nichts. Okay, der eine Mast ist defekt. Die Sensoren. Der leuchtet rot. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Meinst du? Wo führen diese Kabel hin? So, nach da unten. Ich sollte den Sensorkabeln folgen. Oh wow, du schon wieder. Wenn Gegner misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen-Symbol. Sie sehen sich genauer um. Wenn das Symbol
Lampen siehst, wurdest du entdeckt. Ja. Kein Problem. Was machst du hier? Für Unbefugte ist der Zutritt in diesem Bereich verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Was ist das? Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Underground-Kisten enthalten Teile, mit denen du Anzüge, Anzugmodifikationen, Visiermodifikationen und Geräte-Upgrades herstellen kannst. Okay, halte zum Herstellen an der Holodrohne. Halte zum Herstellen A an der Holodrohne gedrückt. Ja. Aber. Ach so. Gut, das macht Sinn. So, schalte mit Aktivitätsmarken und Teilen neue Geräte und Geräte-Upgrades frei. Verdiene Aktivitätsmarken und Teile, indem du stadtweite Aktivitäten abschließt. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Oh nice, ein Glück werden uns die ganzen Kisten angezeigt. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, hier alles zu suchen. Guck mal, hier vorne ist direkt noch eine. Hier wäre noch eine. Also wir sind mittig von zwei Kisten. Oh, oh. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Halte RB gedrückt. Ja. Ja, mega. Das hat nichts mit dir zu tun. Hey Underground, wir treffen uns ein bisschen zu häufig. So, jetzt gibt's hier erstmal richtig einen auf den Semmel, du. Bitteschön. Gib mal her hier. Kannst du damit überhaupt nicht um. So. Er hat wieder eine Waffe. So. Sag mal, wie viele Waffen hat der denn? Ach, der kann die ja jedes Mal neu machen, ne? Ja gut, das macht ein wenig Sinn, die abzusnacken. Oh, er schon wieder. Peace out. Oh. Ja, ich bin nicht beeindruckt. Hast du sie gesehen? Okay. Ich hoffe, die Züge fahren. Das hat sie nicht kommen sehen. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ich wollte eigentlich noch einmal zu so einer Kiste. Hey, Mr. Davis, wie sieht's jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben einen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen.
Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye. Aber wir kriegen scheinbar, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir kriegen immer nur einen Hinweis, in welcher Zone, so gesehen, sich die Kisten befinden. Und müssen die von hier aus suchen, ja? Ja. Okay. Mensch, jetzt. Wieso haftet der nicht an der Wand? Ah, ach so. Der zeigt uns an, wie weit weg, oder wie? 93 Meter. Also hier unten auf dem Dach. Schätzungsweise. Nee, das reicht nicht. Okay, wir suchen diese Kiste einmal. Also die würde ich schon gerne noch einsammeln. Wo wir gerade hier sind. Wo soll die sein? 25 Meter in der Richtung. So, vielleicht hier drin? Ah, ach so, okay. So, holen wir uns nochmal ein paar Teile. So. Okay, wenn wir jetzt auf der Karte gucken, wo haben wir denn die Karte überhaupt? Gut, wir haben uns zweimal sinnfrei geheilt. Wie rufen wir denn die Map auf? Scheinbar eine gute Frage. Nee. Fotomodus. Na egal, dann gehen wir erstmal zur U-Bahn-Station mit der Map, da muss ich ja nochmal gucken. Das machen wir außerhalb der Folge, ne? Das macht ja wenig Sinn, wenn ich jetzt hier... Miles, bitte. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumexperimentiere, wie wir hier reinkommen in die Karte. So... Einmal zur U-Bahn-Station, aber ich würde gerne gleich mal was machen. Und zwar, wenn ich jetzt in den Fotomodus gehe. Ja, nice. Okay. Ja, ohne Licht ist ein bisschen doof, ne? Im Schatten. Alle Erinnerungen gehen verloren. Ja, ist kein Problem. Ich wollte ja nur einmal gucken, ne? Das ist ja für Thumbnails nice zu wissen. So. Wunderbar. Abbiegen! Bitte biegen Sie rechts ab. So, unser Onkel, der vermisst uns ganz schön. Wir haben früher Beats gemischt. Vielleicht können wir ja mit denen wieder eine Freundschaft aufbauen. Also ist er nicht mehr der Crawler oder ist er in diesem Universum generell nicht der Crawler? So. Der braucht einmal ein paar Züge aufs Gleis. Der Underground zerstört alles. Oh, ich die schon wieder. Leise stoppen. Die Typen sind überall, ne? Das braucht seine Zeit, Mann. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge säubern wir das Gebiet hier. Schaltet sehr gern wieder ein. Lasst gern ein Like da. Ich würde mich mega freuen, denn ich spiele dieses Spiel so oder so durch. Und ich werde es so oder so hochladen. Und wenn ein bisschen Support kommen würde, würde ich mich so oder so extrem freuen. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.